Opel-Dieselmotoren waren noch nie als Leisetreter berühmt. Das soll sich aber jetzt ändern. In den nächsten Monaten und Jahren wird die gesamte Selbstzünderpalette durch Neuentwicklungen ausgetauscht. Wir haben hier einen Opel Meriva mit dem neuen Selbstzünder, den Opel selber als Flüsterdiesel bezeichnet. Und hier haben wir noch einen Meriva mit dem alten Motor und wir haben die Lautstärke nachgemessen. Aber natürlich haben wir uns auch ein Referenzfahrzeug geholt, den Toyota Verso mit dem laufruhigen neuen BMW Diesel. Der völlig neu entwickelte 1,6 Liter Dieselmotor des Meriva ist um einiges leiser und laufruhiger als die bisherigen Selbstzünder von Opel. Er erfüllt die zukünftig geltende Euro 6 Abgasnorm und beeindruckt dank 136 PS mit gutem Durchzug. Beim Verbrauch kann er allerdings nicht punkten. 6,8 Liter auf 100 Kilometer sind einfach zu viel. Dank einer vereinbarten Zusammenarbeit kann Toyota beim Verso auf den Diesel vom BMW zurückgreifen. Der Selbstzünder der Bayern schöpft aus 1,6 Litern Hubraum 116 PS. Im Vergleich zum Opel bedeutet das weniger Durchzugskraft, aber auch einen um einen halben Liter geringeren Verbrauch. Ist der neue Flüsterdiesel aber jetzt wirklich leiser als der bisherige Selbstzünder von Opel? Und wie schlägt er sich gegen die Referenz, den kultivierten BMW-Motor? Wir haben nachgemessen. Das Ergebnis? Der Fortschritt ist wirklich messbar, vor allem im Innenraum. 2 Dezibel ist der neue im Leerlauf leiser. Bei 50 km/h haben wir bei Meriva Alt 58 Dezibel im Innenraum gemessen. Meriva Neu ist um 1 Dezibel leiser. Bei 100 km/h kommt es zu einem Unentschieden. Trotz allem erreicht der neue Flüsterdiesel von Opel nicht ganz das Niveau unseres Referenzwagens. Nur bei Leerlaufdrehzahl herrscht Gleichstand. Sonst ist der Toyota Verso immer um 1 bis 2 Dezibel leiser. Unser Fazit: Der neue Opel Selbstzünder ist in puncto Lautstärke ganz klar ein Fortschritt. Mit den Klassenbesten kann es allerdings noch nicht ganz aufnehmen.